bin ausgewiesen worden. Das läuft doch ganz gut. Du hast einen Job im Schneiders. Den ich verliere, wenn ich die Papiere nicht vorlegen kann. Nichts davon ist wahr und ich bin auch nicht verrückt. Und warum hast du noch gestern versucht, dir das Leben zu nehmen? Nico, du bist meine Schwester. Aber du bist nicht mehr mein Bruder. Du bist für mich gestorben. Behaupte nie wieder, dass ich an allem schuld bin und dass ich das wollte, sonst mache ich dich nämlich fertig. Und dann wirst du dir wünschen, dass wir uns niemals begegnet wären. Ich möchte eine Anzeige machen. Lily Rose wird die Stadt verlassen, um die Welt zu erobern. Und damit ab sofort jeder seine Lily mit nach Hause nehmen kann, das Album zum Musical. The Lost Love of Lily Rose. Wie kommen Sie denn darauf, dass die Welt an Ihrer Lily Rose und damit natürlich an Marlene von Lahnstein überhaupt interessiert sein könnte? Ich verstehe Ihre Frage nicht, Herr Pflock. Gut, dann will ich es anders formulieren. Marlene von Lahnsteins Präsenz ist in den Medien nun ja in letzter Zeit quasi nicht mehr messbar. Das mögen Sie vielleicht so wahrgenommen haben, aber... Es sind Vorstellungen abgesagt worden. Gut, vielleicht hat das ja etwas mit dem tragischen Verlust Ihres Kindes zu tun. Oder steckt da unter Umständen etwas anderes dahinter? Der Schmierfink will Sie demontieren. Ich hoffe, sie demontiert sich nicht selbst. Lieber Herr Pflock, ich weiß, dass Sie aufgrund Ihrer Leser ein Interesse haben, tiefer zu bohren. Aber in jedem Star steckt doch auch ein Mensch. Mit seinem Schicksal, seinen Leidenschaften und seinen Wunden. Wer wüsste das besser als ich? Und vor allem, wo wäre das alles besser vereint als in der Figur der Lily Rose? Und genau darin liegt ihre Relevanz. Und ihre Präsenz, unser und hoffentlich auch ihr Herz, Herr Pflock, zu berühren. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Wenn sie vor Gericht auch so souverän auftritt. Ich danke Ihnen. Unsere Tournee wird in Köln starten. Dann geht es über Aachen nach Hamburg. Und nachdem wir in Bremen, Berlin und München gespielt haben, führt uns der Weg sogar ins europäische Ausland. Und auch während unserer Tournee werden wir unser Publikum natürlich mit dem gewohnten Maß an Qualität und Anspruch begeistern. Ich würde gerne wissen, was hinter dem Angriff Ihres Managers auf Herrn Alexander Reinsberg steckt. Schließlich sind die beiden alte Schulfreunde. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ich will nur ein laufendes Verfahren nicht kommentieren. Könnte es denn sein, dass Sie eine Affäre mit Herrn Reinsberg hatten und darüber Ihre Karriere vernachlässigt haben? Hallo? Pfefferspray. Böses Mädchen. Keine Chance. Du bleibst hier. Hallo? Lassen Sie mich in Ruhe und fassen Sie mich nicht an! Lass mich doch einfach alle in Ruhe! Wieso? Jetzt wird's doch gerade interessant. Jetzt passen Sie mal gut auf, Pflock. Ich bin keins von Ihren Sternchen, das Angst vor schlechter Presse hat. Sollte ich hierüber auch nur eine Zeile lesen, kaufe ich einen ganzen Laden auf und sorge dafür, dass Sie zwischen Düsseldorf und Dubrovnik nicht mal mehr einen Bleistift anspitzen. Haben Sie mich verstanden? Wo ist die Tür? Marlene, komm her. Nicht allein, ich bin hier. Mach
dir einfach keine Gedanken. Ich finde schon was raus über deinen Vater, ja? Aber jetzt check erstmal ab, dass du an die Papiere kommst. Eben. Sonst sitze ich bald mit One-Way-Ticket im Flieger nach Caracas. Das wollen wir ja beide nicht. Du, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag Bescheid, okay? Mach ich und du, ich muss auflegen. Ich rufe dich später nochmal an, ja? Ciao. Ja, halt die Ohren steif. Emilio, hast du heute deine Papiere dabei? Der Mann vom Ordnungsamt wird im Laufe des Tages eintrudeln. Oh Mann, ich Depp. Ich hab die in der Jacke und die habe ich meiner Freundin hängen lassen. Dann nichts für hin. Keine Chance, die ist, weil die ist Stewardess und wer weiß, wo die gerade rumfliegt. Ich weiß vor allen Dingen, wer hier bald rausfliegt. Emilio, ohne Arbeitserlaubnis bist du illegal beschäftigt. Das kann mich meine Konzession kosten. Guten Tag. Ordnungsamt? Oh, der Herr vom Ordnungsamt, so früh schon. Schöne Krawatte. Oh, Signora Schneiders, ja, das ist wahnsinnig schade. Mir war gerade so nach Ihrem berühmten Saltimbocca a la Venezuela. Oh ja, das ehrt uns, Señor Sanchez. Aber da müssen Sie zum Lunch wiederkommen. Selbst für Sie kann ich die Küche leider nicht öffnen. Sehr, sehr schade. Aber gut, vielen Dank und schönen Tag noch. Ja. Oh. Heute sehen die Millionäre aus wie Küchenhilfen. Verkehrte Welt. Saltimbocca zum Frühstück. Manche Gäste haben Einfälle. Wo ist denn die Küche? Oh ja, natürlich. Sie wollen unsere Küchenhilfen sehen. Wie immer, Sie kontrollieren, wir servieren. Bitte, hier ist die Küche. Ich hätte vor der Pressekonferenz einfach frühstücken sollen, weißt du? Wenn ich unterzuckert bin, dann habe ich manchmal so Blackouts. Danke. Mach mir nichts vor. Du hattest eine Panikattacke. Ach, keine Ahnung. Marlene, passiert dir das öfters? Seit der Vergewaltigung, meine ich. Tanja, ich habe geglaubt, dass es vorbei ist. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Ich fühle mich wie jemand, der man gar nicht ist, weißt du? Wie eine Puppe. Ist vielleicht jetzt unpassend, aber es ist wichtig. Die Gerichtsverhandlung wurde vorverlegt. Auf wann? Schon nächste Woche. Das ist doch toll. Dann kommt der Typ noch schneller in den Knast. Ja. Du denkst, ich pack das nicht, oder? Das wird kein Spaziergang, aber eventuell können wir die ganze Sache auch noch mal verschieben lassen. Nein, das ist die Strategie der Verlierer. Marlene, du weichst keinen Schritt zurück. Mach ihn fertig. Morgen. Du entschuldigst mich? Ja. Sparen Sie sich die Schadenfreude. Schadenfreude, ich? Worüber soll ich mich denn freuen? Dass Ihr peinlicher Goldschmuggelangriff auf Ludwig gescheitert ist? Oder dass Nico nicht mehr auf Ihrer Seite ist? Lecker, die Marmelade. Über eine Anklage gegen Sie, da würde ich mich freuen. Ein paar Monate im Knast würden Ihnen ganz gut tun. Aber wer weiß, wohin Ihre Gier nach Macht Sie führt? Die Spitze der Firma? Ja. Nur, dass Sie da verdammt einsam sind, nicht wahr? Oder sehen Sie hier noch jemanden? Mir ist nicht klar, wie Marlene das zu erwartende Kreuzfeuer vor Gericht durchstehen soll. Mir auch nicht. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, diese Machtlosigkeit. Du kannst doch Marlenes Zustand nicht mit dir vergleichen. Du dachtest, dein toter Vater verfolgt dich. Sebastian, ich hab sie gesehen. Die Panik ist dieselbe. Wir müssen sie da rausholen. Oh nein. Ich bin nicht wieder schwanger. Ich wollte nur dein Gürkchen. Dreh dich jetzt nicht um.
Das ist er. Wer? Rheinsberg, der Herr Vergewaltiger in Person jetzt. Zwei Neonröhren und eine Mausefalle. Bitte? Ohne Narkose. Was? Kastration. Das ist die einzige Strafe, die ich akzeptieren würde. Solche Selbstjustizfantasien, die hatte Tristan auch schon. Und der wird jetzt wegen versuchten Totschlags angeklagt. Sebastian, ja? Du stehst auf der Seite des Gesetzes. Ich stehe auf der Seite von Marlene. Beruhig dich bitte mal, ja? Sie ist doch in dieser psychologischen Betreuung, oder? Das hat ja wahnsinnig viel gebracht. Ricky Pflock stellt ihr ein paar Fragen und sie bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Ja, was soll sie denn machen? Ein Karatekurs? Ja, gar keine schlechte Idee. Komm, lass uns gehen. Du hast überhaupt nichts gegessen. Ich nehme dein Gürkchen mit. Und warum die Neonröhren? Es soll alles sehr hübsch ausgeleuchtet sein, damit ich ganz genau sehen kann, wenn die Mausefalle zuschnappt. Also jedenfalls hast du dich mit Tanjas Armband raffiniert aus der Affäre gezogen. Tja, die Gene. Ich dachte schon, ich müsste diesen Fernando erwürgen. Emilio. Na, wie auch immer. Großvater hat immer gesagt, traue keinem, der südlich des Äquators geboren wurde. Bei denen dreht sich im Kopf irgendwas andersrum. Er ist damit immer gut gefahren. Was sind denn das für eurozentrische Schurvitöne? Bitte? Ich hätte mal fast Abitur gemacht. Apropos Prüfungssituation, hast du nicht diese... Ja, die praktische Führerscheinprüfung. Moment mal, wo willst du denn gerade hin? Wir sind mitten in einem emotionalen Vater-Tochter-Gespräch. Ich habe noch eine Fahrstunde und ich wollte im No Limits noch ein bisschen für die Prüfung lernen. Moment mal. Arbeitet da nicht dieser Alfonso? Erstens arbeitet er im Schneiders. Zweitens heißt er Emilio. Und drittens, Caracas liegt auf der Nordhalbkugel. Ah ja. Schön. Wenn du diese Prüfung bestanden haben solltest, hast du vielleicht daran gedacht, deinen Fuhrpark ein bisschen zu erweitern? Naja, so ein Bus wie Nico hat, der wäre schon cool. So ein Bus wie Nico. Ludwig, komm rein. Hallo, Nico. Ich wollte mich bei dir noch einmal bedanken, dass du uns, was Ansgars Intrige angeht, ins Vertrauen gezogen hast. Naja, sieht so aus, als hätte er seinen Kopf doch wieder aus der Schlinge gezogen. Naja, es liegt an dir, ob seine Skrupellosigkeit Konsequenzen hat. Wie meinst du das? Mit deiner Stimme im Gremium könnte ein Misstrauensvotum gegen ihn erfolgreich sein. Du willst mich einspannen, um ihn zu stürzen? Also, ich dachte, du hättest genug von seinen Machenschaften. Du hast ihn bei der Polizei angezeigt. Ludwig, was ist das denn jetzt für eine plumpe Nummer? Nico, du musst dich entscheiden. Auf welcher Seite stehst du? Ich hab gedacht, du hättest das verstanden. Ich hab keine Lust mehr auf euren Kleinkrieg. Ich bin Pazifistin. Pazifismus? Eine schöne Idee, aber glaubst du wirklich, dass es ein friedliches Nebeneinander mit Ansgar geben kann? Es ist mir egal. Ich fahr sowieso für ein paar Tage weg, also... Machst du es dir da nicht ein bisschen zu einfach? Es geht um die Zukunft unserer Familie. Es geht um eure Machtspielchen wie immer. Ist das dein letztes Wort? Ja. Rechne also nicht mit meiner Stimme. Hi. Hast du mir einen doppelten Espresso? Klar. Sag mal, kann ich dich mal was fragen? Ja, klar. Wenn man jemanden küsst, dann weiß man doch eigentlich sofort, ob was das wird oder... Ja, beziehungsweise, ob man verliebt ist oder nicht, oder? Also, ich würde mal sagen, wenn man verliebt ist, dann weiß man das sofort, dann macht das einfach Bang. Ja, genau, Bang. Von wem sprichst du denn? Ach, dieser Typ, der jetzt im Schneiders jobbt, Emilio. Den hast du geknutscht? Du kennst ihn? Flüchtig. Das war letzte Woche. Und jetzt habe ich von ihm geträumt. Du, ich muss lernen.
Hör zu. Ich lag am Strand und ich war nackt. Und dann gucke ich so nach oben und dann sitzt der Emilio auf einer Palme. Toll. Meinst du, das hat irgendwas Sexuelles zu bedeuten? Keine Ahnung, ich kann auf jeden Fall nicht Auto fahren. Meinst du, das ist irgendwas Sexuelles? Ja, aber es kam noch besser. Auf einmal fängt er an, Kokosnüsse und Bananen zu mir runterzuwerfen. Und wie gesagt, ich war nackt. Und dann habe ich sie aufgefangen. Du, sorry, ich muss wirklich lernen. Ich habe eigentlich keinen Bock, deine feuchten Bananenträume zu analysieren. Oh. Was? Mr. Coconut auf 10 Uhr. Hola, guapas. Hey. Flüchtest du von mir? Nö. Und was hast du denn? Ich muss einfach los. Sie kann nicht Auto fahren und weiß nicht, ob das irgendwas mit Sex zu tun hat. Ich glaube ja, dass letztlich alles irgendwas mit Sex zu tun hat. Und ich glaube, ich hätte gern einen doppelten Espresso, ja? Danke. Musst du das hier alles so ausquatschen? Was soll diese dämliche Heimlichtuerei? In 2 Wochen ist die Verhandlung, da weiß die ganze Welt, dass Marlene vergewaltigt wurde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nimmt sie denn Hilfe in Anspruch? Ich meine, psychologische Hilfe? Sie waren mal in so einer Gruppe, die hatten so ein Konzept. Nennt sich Resouveränisierung. Das ist doch alles Bullshit! Nein, ist es nicht. Das bedeutet, dass das Opfer die Kontrolle über sein eigenes Handeln zurückgewinnen muss. Dieser Alexander ist wieder in der Stadt. Das heißt, sie kann ihm jeden Moment begegnen. Das wusste ich nicht. Dann weißt du es jetzt. Entschuldige bitte, Alexander. Könntest du die Straßenseite wechseln? Ich bin gerade mitten in der Resouveränisierung und dein schäbiges Grinsen gefährdet meinen therapeutischen Fortschritt. Was sie braucht, ist Power. Sie braucht einen Selbstverteidigungskurs. Ich habe sowas mal geleitet während des Studiums. Seht ihr? Er weiß es erst seit 40 Sekunden und er hat das Problem besser erkannt als ihr beiden. Du bist ihre Schwester. Mach ihr deutlich, dass sie Mut und Selbstvertrauen braucht. Vielleicht ist es noch ein bisschen früh für sie. Vielleicht? Es ist definitiv noch zu früh für sie. Ich sag dir jetzt mal was. Wenn man ihr jetzt nicht hilft, dann resouveränisiert sich deine Schwester noch, wenn sie alt und grau ist. Also lässt du sie jetzt hängen oder nicht? Meinst du sowas wie Karate? Zum Beispiel? Warum nicht? Ist es das mit dem Kranich? Ja, unter anderem. Als Alexander so plötzlich im Tonstudio aufgetaucht ist, da hatte ich sogar Pfefferspray in meiner Handtasche und konnte es nicht benutzen. Was soll ich da bitte mit Karate? Bei den asiatischen Kampfkünsten geht es nicht... Entschuldige mal, Christian, aber hast du Marlene mal gefragt, was sie davon hält, mit Gott weiß wem ihre Probleme zu teilen? In 2 Wochen ist der Prozess. Wie geheim denkst du denn, geht's danach noch zu? Jetzt hör doch erstmal, was Christian zu sagen hat. Okay, ich höre. Also, es geht nicht darum, sich effektiv zu prügeln. Sondern? Derjenige, der mit seinem Geist, Tristan, das könnte dich auch interessieren, im Reinen ist, der gewinnt den Kampf. Übrigens jeden Kampf. Möglicherweise auch einen Prozess. Aber was bringt mir das denn, wenn ich einfach nur Angst habe? Angst ist eine Energie, die man positiv nutzen kann. Und? Deine innere Ruhe, die macht den Gegner nervös. Und dadurch macht er Fehler. Und diese Fehler, die führen schlussendlich dazu, dass du gewinnst. Und wie erlangt man als totale Anfängerin in ein paar Tagen die innere Ruhe? Ich habe einen Spruch gehört. Auch wer eine Reise um die Welt machen will, muss irgendwann den ersten Schritt tun. Okay, dann mach mir eben den Kranich. Ich könnte dir die Düsseldorfer Clubs zeigen. Mir ist gerade nicht so nach Tanzen. Hey, schon zurück? Das ging ja schnell. Den Führerschein kann ich vergessen. Ich bin motorisch einfach nicht gemacht fürs Autofahren. Was ist denn passiert, Prinzessin? Kurzfassung? Mhm. Okay. Ich fahre bergab. Der Fahrlehrer, ich soll schalten. Also schalte ich. Aber runter anstatt drauf. Bei 80 km/h in den 2. Gang. Dem Fahrlehrer fliegt die Brille von der Nase. Er steigt aus, ich steige aus, schnauzt rum. Was ist eigentlich so witzig? Irgendwie alles. Hallo, ich bin erledigt. Hey, wer einmal vom Pferd fällt, muss gleich wieder in den Sattel zurück. Das funktioniert bald von ganz alleine. Ja, wie beim Sex. Ich kann dir Unterricht geben. Also beim Autofahren. Seit wann hast du denn ein Auto?
Ja, ich nicht, aber vor einem Schlösschen gibt's da sicherlich einen amtlichen Fuhrpark, oder? Vergiss es. Also, wenn sie nicht will, ich hab gleich Feierabend. Wer sagt denn, dass ich nicht will? Your leather jacket lies in sticky pools. Non vivo più, non voglio più l'amore, perché l'amore vuol dire amare solo te. Voglio soffrire, soffrire tu, odiare, dimenticare. Cosa sei stata per me? Furore che spegne a me tutto il dolore di questo amore. Furore tutto di te, quello che tu. Hast du dir jetzt eigentlich mal überlegt, wie du aus dieser Aufenthaltsgenehmigungssache rauskommst? Mach dir da mal keinen Kopf. Meinst du nicht, dass du ein bisschen zu cool bist? A, arbeite ich an einer Lösung und B, gibt es was überhaupt zu cool? Mhm. Wow! Der hat mindestens 300 PS und einen Kraftmoment von zig Tonnen. Verstehe ich nicht. Also was ist das ist wie wenn ein Komet aus 20.000 Kilometern Entfernung auf die Erde rast. Die Motorleistung beim Beschleunigen entspricht der Kraft des Einschlags. Bam. Und genau den nehmen wir. Was? Nein! Oh doch. Hey, in der Fahrschule habe ich so ein Dieselding, kaum schneller als ein Kinderwagen. Ja, und siehst du hier sowas irgendwo? Der Schlüssel steckt, ist doch wunderbar. Hereinspaziert. Außerdem, wenn du das Monster gezähmt hast, dann brauchst du keine Angst mehr vor einem Kinderwagen was zu haben. Was soll das sein? Logik? Nein. Die pure Lebensfreude. Du willst doch außerdem in die Schuhe reinwachsen, die dir deine neue Familie gestellt hat, oder? Glaubst du, eine echte Prinzessin würde zögern? Okay, Mädels. Fertig? Dann? Los. Stopp, 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 stopp. Marlene, du stehst ja wie ein nasser Waschlappen. So fühle ich mich auch. Ja, was hab ich dir gesagt? Du bist der Baum und nimm dir die Energie über die Wurzeln. Das sind deine Wurzeln. Also, stell dich richtig hin. Okay. Hinstellen. So. Und jetzt Arme hoch, du nimmst dir deinen Bereich und passt hier drauf auf. Okay. Okay. Dann? Nochmal. Alles klar. Stopp! Und jetzt? Darum geht's, verstehst du? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Das ist dein Bereich, du hast ihn nicht da reingelassen. Perfekt. Gut. Und jetzt stellst du dir vor, dass sie der Typ ist, der dir das angetan hat. Und du reagierst. Okay? Baum. Wurzeln. Kraft. Okay. Gott, tut mir leid, entschuldige. Oh, ich glaube, ich habe deine Wurzeln gespürt. Das wollte ich nicht, tut mir leid. Das war ich. Das war wirklich ich. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Klasse. Okay, und jetzt parkst du genau hier zwischen ein. Die Kiste passt doch da überhaupt nicht rein. Und ob sie das tut? Tut sie nicht. So, jetzt ganz ruhig. Der Trick ist nicht, die Autos vorne und hinten zu fokussieren, sondern die Lücke. Hm? So ein Schwachsinn. Nein, das ist wie beim Dartspielen. Nicht den Pfeil in der Hand, sondern die Scheibe angucken. Nicht mit den Händen lenken, sondern mit den Augen. Ich kann das nicht. Und hopp. Oh, oh, oh. Du bist ja ein richtiges Naturtalent. Und jetzt rutsch mal rüber. Ich mach auch mal. Nö. Jetzt fängt es mir an, Spaß zu machen. Okay. Dann fahr halt die Auffahrt hier ein bisschen hoch und runter. Wer redet denn von der Auffahrt? Was, du bist ohne Führerschein auf die Straße? Das ist illegal.
halb so illegal wie du. So cool bist du nicht, Prinzessin. Nenn mich nie wieder Prinzessin. Für ein Misstrauensvotum gegen Ansgar im Gremium steht Nico offensichtlich nicht zur Verfügung. Du hast sie doch wohl nicht etwa aufgefordert, das zu tun. Vielleicht hast du ihr nicht richtig zugehört, aber sie will auf keiner Seite stehen. Sie verabscheut das Gerangel um Macht auch. Sie ist ein Mitglied des Gremiums. Folglich gehen sie die Machtverhältnisse im Gremium wohl etwas an. Dein durchaus nachvollziehbares Bedürfnis, die Familie und die Firma zusammenzuhalten, darf doch nicht auf Kosten Einzelner gehen. Nicht auf Helenas, nicht auf Nikos und auch nicht auf meine. Nicht auf deine? Du spielst Ansgars Spiel. Du imitierst seine Methoden, ohne irgendjemanden ins Vertrauen zu ziehen. Selbst mich nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe Ansgar in das System integriert. Mit allen Chancen und allen Freiheiten. Ja, ich weiß, dass er das nicht akzeptiert. Nicht akzeptiert? Er hat es ausgenutzt von Anfang an. Du willst nicht verstehen, was ich meine, oder? Und du willst nicht begreifen, dass ich im Moment nicht anders handeln kann. Sag mal, wie redest du überhaupt mit mir? Elisabeth, wie naiv bist du eigentlich? Harmonie stellt sich doch nicht ein, indem man fest daran glaubt. Raus! Nico, ich will mit dir reden. Du bist manipulativ, rachsüchtig und gehst über Leichen. Sogar über die von Philipp. Und nein, du bekommst meine Gremiumstimme nicht. Und jetzt mach die Tür von außen zu. Kennst du das, wenn alles, was man tut, irgendwie missverstanden wird? Willst du darauf wirklich eine Antwort? Nico, ich wollte dich beschützen vor dir selbst. Mir war doch völlig klar, dass du nach kurzer Zeit Helena verzeihen würdest. Ach, hör doch auf. Dir ging es die ganze Zeit darum, Ludwig dran zu kriegen, damit du ja alles an dich reißen kannst. Das glaubst du ja wohl nicht im Ernst, oder? Ich hatte wirklich seit langem das Gefühl, dass ich einen Bruder habe. Dass du mit mir mitfühlst. Aber das hab ich doch auch. Weil es dir was genützt hat. Dann mach mal, Nico, du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass du... Was soll ich denn tun, damit... Ich sag's dir jetzt noch einmal, du bist für mich gestorben. Ich hoffe, du merkst dir das jetzt. Ob du es hören willst oder nicht, ich war auf deiner Seite. Nein, das warst du nie. Ich war nur versehentlich auf deiner. Hier ist was. Oh, ich glaube, ich habe mir echt was verrenkt bei deinem Stoß. Es tut mir so leid, ich wollte dir wirklich nicht wehtun. Ach, war ja für einen guten Zweck. Da ist wohl echt ein Knoten geplatzt bei dir, hm? Ja. Und weißt du, ich habe anfangs überhaupt nicht dran geglaubt, aber Christian, ich will unbedingt weitermachen und vielen Dank, Dana. Ja, eigentlich hast du das nicht mir zu verdanken, sondern Tanja. Tanja, wieso? Sie war bei uns und meinte, dass wir unbedingt was tun müssen. Naja, wegen dir und wegen ihm. Wegen ihm? Was soll das heißen? Sie hat Alexander im Schneiders getroffen. Dann ist er also in Düsseldorf. Ja, wahrscheinlich will er sich auf den Prozess vorbereiten mit seinem Anwalt. Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen? Nein, nein, schon gut. Schließlich kann ich ja nicht bis zum Rest meines Lebens vor ihm davonlaufen. Und was machst du, wenn du Alexander noch mal über den Weg läufst? Ich werde auf jeden Fall nicht bibbernd vor ihm stehen wie das Kaninchen vor der Schlange. Schließlich weiß ich ja jetzt, wie tief meine Wurzeln reichen. Niemand weiß das besser als ich. Boah, nie wieder dreifach Käse. Kann ich deine Pommes haben? Ja, hier. Boah, super. Oh,
Boah, was ist das denn? Das ist Traumerfrischer. Mm. Ja, Ansgar dreht durch, wenn seine Karre nach Fastfood stinkt. Romantic Flowers. Ja, Klostein. Das definitiv. Du sag mal, wie sieht's denn bei dir eigentlich mit Romantik aus? Warum fragst du mich das? Weil seit ich dich kenne, nicht mehr schlafen kann und wissen will, wen ich killen muss, damit ich dich kriege. Du bist so ein Spinner. Die Pommes. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Oh. Ja, ich hab niemanden. Ach so, ein Prinzesschen wie du ist bestimmt schon jemand versprochen, damit das blaue Blut rein und der Schatten in der Familie bleibt. Hm? Ich hab dir schon mal gesagt, ich hab kein blaues Blut und ich komme aus einer ganz normalen Familie. Dann vielleicht lila? Hm? Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Hast du die eine schon gefunden? Ach, nur eine? Erstmal im Ernst. Ich war schon mal verliebt, ja. Aber momentan. Miriam? Das war schon vorbei, bevor es angefangen hat. Ich glaube, wir. Müssen dann mal weiter. Ja, dann lass uns mal schnell die Grenzen von Zeit und Raum durchbrechen. Es war aber abgesprochen, dass das Perlmutt für die Knöpfe geliefert wird. Ja, ich weiß, dass Sie jetzt nicht weiterarbeiten können. Sonja, ich komme ins Büro. Ich muss ins Büro. Ja. Ich bin jetzt bereit, über unsere Strategie zu reden. Ach, es tut mir leid, Marlene. Ich muss ins Büro. Schatz. Ja, du bist der Anwalt. Danke. Tanja, ich weiß ganz genau, was ich dir zu verdanken habe. Mach den fertig. Ich will, dass du mich ins Kreuzverhör nimmst. Genauso wie Alexanders Anwältin das bei der Verhandlung auch tun wird. Glaubst du, dass das so eine gute Idee ist? Wenn ich sowieso bald durch die Hölle gehe, dann wär's doch ganz gut, wenn ich mich da schon mal ein bisschen auskenne, oder? Scheiße, die Bullen! Scheiße! Scheiße, was machen wir jetzt? Oh mein Gott! Gib Gas! Nein! Es tut mir leid, ich kann Ihnen da leider nicht folgen. Gerade so, als hätte sich ein sehr kluger Marketingstratege das Ganze ausgedacht. Lily Rose, das Opfer. Marlene von Lahnstein, das Opfer. Ich habe mir diese Nacht im Hotel ganz sicher nicht ausgesucht. Darum geht es hier auch nicht. Es geht hier vielmehr darum, wie einvernehmlich der Sex mit meinem Mandanten war. Nichts davon war einvernehmlich. Immerhin sind Sie doch mit ihm auf dieses Hotelzimmer gegangen. Zu welchem Zweck denn, wenn nicht Sex? Ja. Ja, ich bin mitgegangen, weil ich dachte, dass er ein Gentleman ist. Es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass er kein Gentleman ist, sondern ein Tier. Vielleicht dachten Sie auch nur nach dieser Nacht, einer Nacht grenzenloser, extremer Leidenschaft, so ein bisschen Publicity kann nicht schaden. Das Einzige, woran ich die ganze Zeit gedacht habe, war nur, so schnell wie möglich aus diesem Zimmer rauszukommen. Eine fiktive Vergewaltigung. Was für ein genialer PR-Coup. Also entschuldige bitte, aber das ist wirklich nicht dein Ernst, oder? Sebastian, das reicht. So und nicht anders wird's in der Verhandlung ablaufen. Wir können das Ganze hier gerne abbrechen. Nein, ich möchte gerne weitermachen. Marlene. Tristan, würdest du uns bitte einen Moment entschuldigen? So. Dann werde ich Ihnen jetzt mal erzählen, was in dieser Nacht passiert ist. Oh, nur zu. Ich habe ein Faible für Märchen. Vielleicht, weil Sie die Wahrheit nicht ertragen können. Hören Sie, meine Freundin ist schwanger. Wir haben keine Zeit für den Papierkram. Ja. Den Führerschein bitte. Ich sage es nicht noch einmal. Oh.
Haben Sie im Bio nicht aufgepasst? Das nennt man wen? Wir müssen ins Krankenhaus und zwar dringend. Ja, und warum sind Sie vorhin erst in die andere Richtung gerast? Haben Sie sich auf dem Weg ins Krankenhaus verfahren? Ich habe Sie doch gerade erst abgeholt. Sie haben mir angerufen, dass es jetzt losgeht. Papiere. Die muss ich in der Hektik vergessen haben. Oh mein Gott, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Oh, wir müssen jetzt ganz schnell los, wirklich. Nicht bevor ich Ihren Führerschein gesehen habe. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin die Tochter von Ansgar von Landstein. Sagt Ihnen das was? Ja. Ja, wenn der mitbekommt, dass sein Enkel wegen ein paar Kammer zu viel auf der Straße geboren werden musste, dann macht er der kompletten Düsseldorfer Polizei die Hölle heiß. Haben Sie mich verstanden? Sind Sie wirklich Ansgar von Lahnsteins Tochter? Ja. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Jetzt erzählen Sie mir nicht, dass man das nicht erkennen kann, ja? Ja, und er wird so sauer, wenn er es mit Dilettanten zu tun hat. Sehr sauer. Ja. Ich eskortiere Sie ins Krankenhaus. Folgen Sie mir. Danke, ist nicht nötig. Wir haben schon genug Zeit verloren. Tristan, gut, dass ich dich treffe. Ich wollte mich verabschieden. Ich hoffe nicht für immer. Nein. Ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du einfach alles hinter dir lassen wolltest. Keine Sorge, ich fahre nur ein paar Tage nach Berlin. Robin, mein Bruder, ist in der Stadt. Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit. Es gibt eine Menge Brücken in Berlin. Ich hoffe, ich muss mir keine Sorgen machen. Brücken sind zum Überqueren da und nicht zum Springen. So sieht's aus. Ach, das hier ist für dich. Was ist das? Eine Vollmacht. Ich will dich damit wirklich nicht belasten, aber ich dachte, du könntest mich vielleicht im Gremium vertreten und mein Stimmrecht wahrnehmen. Klar, kann ich machen. Wir telefonieren einfach, wenn eine Entscheidung entsteht. Müssen wir nicht. Ich vertraue dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke. Gute Reise. Danke. Der Zigarrenlieferant rief an Graf Landstein. Er möchte wissen, ob es bei den üblichen 50 Torpedos bleibt. Wie lange kennen Sie mich, Justus? Schon einige Jahre. Können Sie sich erinnern, dass ich jemals weniger als 50 bestellt habe? Ehrlich gesagt, nein. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass ich mich jemals ändere? Ehrlich gesagt, nein. Sehen Sie, Justus? Ich auch nicht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir mit dieser Nummer durchgekommen sind. Wie der schon zusammengezuckt ist, dass du nur den Namen gesagt hast. Ich wusste ja hier, dass Ansgar Einfluss hat, aber dass es so weit reicht. Trotzdem, irgendwie. Was? Ich schäme mich. Wofür denn? Dass ich meinen Namen, dass ich ihm verleugnet habe, dass ich Wolf heiße. Wieso? Kennt jemand von der Polizei deinen anderen Vater? Nein. Achso, ich wäre echt froh, wenn ich für eine Weile meinen Namen ändern könnte. Weißt du, Thomas, mein zweiter Vater, er ist so stolz auf seinen Namen. Auf das, was unsere Familie ausmacht. Wenn er das wüsste, ich... Hör mal, wir standen mit dem Rücken zur Wand und du hast uns zwei da rausgeboxt. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Und außerdem, ein bisschen Spaß gemacht hat es doch auch, oder? Ja, irgendwie. Das war das erste Mal seit langem, dass mir das Essen wieder so richtig gut geschmeckt hat. Ist irgendwas? Nein, es ist einfach schön, dich mal so losgelöst zu sehen. Was Wichtiges? Nur der Presseverteiler. Es hat Zeit. Guck mal, ob dieser Ricky Flock nicht doch irgendwie einen Skandalartikel über meinen Ausbruch irgendwie geschrieben hat. Bitte. Nein, nur ausgesprochen positive Resonanz.
Na dann, Chin Chin. Chin Chin. An deiner Stelle würde ich hier ganz schnell verschwinden. Wir sehen uns vor Gericht. Oh ja. Und wisst ihr was? Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich vor allem auf das Resultat. Ich rechne mit 6 bis 8 Jahren. Vielleicht bestellen Sie sich ja noch mal was Gutes. Es wird lange dauern, bis es wieder was gibt, das an das hinreicht. Du glaubst wirklich, du kannst diesen Prozess gewinnen? Und das bei deiner fragwürdigen Persönlichkeit? Hau ab! Der gute alte Tristan, jetzt gibt ihn den Gentleman. Dabei war er es, der deine Glaubwürdigkeit untergraben hat. Sie reden nur wirres Zeug. Ach ja? Dein Freund Tristan hat mir den besten Tipp aller Zeiten gegeben. Sieht ganz so aus, als würdest du es öfters mal nicht so ganz genau nehmen mit der Wahrheit. Entschuldigung, ich will nicht stören. Ihr Tisch ist jetzt fertig. Danke. Tristan? Tristan, was meint er damit? Ich habe ihm erzählt, dass du nicht schwanger warst. Er weiß, dass die Schwangerschaft nur erfunden war. Danke. Wofür? Für den wundervollen Tag und... Naja, du hast riskiert, dass der Bulle checkt, dass du hier illegal bist. Für dich, Baby. Das tun echte Kerle eben, aber das solltest du wissen. Ich hab gesagt, ich küsse dich heute nicht. Es wäre zwar wunderschön, wenn wir es tun würden, aber wenn ich dann doch nächste Woche abgeschoben werde, dann bricht es dir dein Herz und mir gleich mit. Oh. No es una cosa grande. Keine große Nummer. Entschuldigung.